Im Frühjahr werden die Rosen geschnitten, und zwar um ein ganz gutes Stück. Das hier ist jetzt eine Hochstammrose. Eine gelbblühende, schöne Lichtkönigin Lucia heißt sie. Und wir werden hier den totalen Rückschnitt machen, so wie er im Frühjahr gemacht wird. Das ist meistens, wenn die Forsythien blühen. Einfach so auf, ich würde sagen, 4 bis 5 Augen oder 2 bis 3 Augen. Das Augen sind halt die Knospen, kann man sie zurückschneiden. Wir werden sie auslichten, wir kontrollieren auf Schäden und nehmen die Schäden raus. Wir nehmen totes Holz raus. Aber vorher werden wir die Rosenschere desinfizieren. Ich habe gerade ja irgendwo anders damit geschnitten und man lässt diesen Spiritus, damit kann man das zum Beispiel machen, eine Zeit lang einwirken. Und damit tötet man Viren, Pilze, Bakterien ab und reinigt danach auch noch mal mit einem sauberen Tuch die Klinge. Und dann können wir loslegen. Also, bei der Rose sind erstmal hier diese langen Triebe. Die brauchen wir überhaupt nicht mehr. Die haben wir alle stehen lassen, weil natürlich Frost eintreten kann im Winter. Und dann will man einfach so ein bisschen Puffer haben an der Pflanze. Wir schneiden jetzt hier über einem Auge. Ein Auge heißt, da ist eine Knospe, genau an der Stelle. Dort. Und wir schneiden dort drüber, vielleicht so einen halben Zentimeter. Und schneiden so, dass die Schere mit der Klinge gegenschneidet und einen glatten Schnitt ergibt. Ja, so eine Schere hat ja hier eine Klinge und ein Gegenstück ohne Klinge. Und die scharfe Klinge muss immer zur Pflanze hinweisen. Also werden wir jetzt überall jeweils über dem Auge schneiden. Wir können im Prinzip so eine Regel einhalten, dass überall 3 bis 4 Augen stehen bleiben. Hier ist auch aus dem letzten Jahr ein Stummel mit 2 eingetrockneten. Der kommt auch raus. Das gleiche hier. Und hier muss ich euch mal was zeigen. Hier ist eine Stelle, die ist aufgerissen. Hier überkreuzen sich auch 2. Das ist gar nicht gut. Da nehmen wir tiefer den einen weg. Und den schneiden wir, der ist jetzt der kräftigere, den schneiden wir vielleicht sogar noch tiefer raus, sodass das entschärft wird. Zu schwache Triebe werden rausgeschnitten, totes Holz wird rausgeschnitten. Insgesamt kann ich euch noch mit auf den Weg geben, ist der Rosenschnitt kein Riesengeheimnis. Man kann Rosen eigentlich, ja klar, man kann Schnittfehler machen, aber die lassen sich in den nächsten Jahren auch immer wieder korrigieren, weil Rosen ganz gut neu austreiben. Sie sind auch gewohnt von der Natur her, wenn etwa Rehe oder so an den Rosen fressen, an Rosengewächsen fressen. Das ist so, wie wenn die Schere gekommen wäre, wieder neu auszutreiben. Ja, jetzt haben wir hier diese Rose stehen. Sie hat halt 2 Stängel. Hier zwischen werde ich noch ein Holz einsetzen, zum Abstand halten, damit die sich nicht so ganz aneinander reiben können. Und damit wäre die Strauchrose hier wunderbar für die Saison vorbereitet. Viel Erfolg dabei!